Competence-Based Training and Assessment ermöglicht Musikern, objektive Einschätzungen ihrer Fähigkeiten zu erhalten. Also wirklich quantitative, qualitative Messungen von meiner visuellen Aufmerksamkeit, meiner Informationsaufnahme, meiner kognitiven Last in der Situation, dass ich dann eben auch konkret lernen kann, wo bin ich noch im Lernprozess im Stück, wo bin ich schon im Automatisierungsgrad so weit, dass ich an den künstlerischen Ausdruck denken kann. Wir verwenden mobile Eye-Tracker, um die visuelle Aufmerksamkeit in der Interaktion mit dem Instrument, in der Hand-Auge-Koordination, in der Informationsaufnahme aus Noten etc. zu visualisieren und darüber eben auch den Automatisierungsgrad und den Kompetenzfortschritt des Schülers im Lernprozess zu visualisieren. Hier in diesem Beispiel sieht man, dass die Schwierigkeit in dem Stück anscheinend in der linken Hand liegt und dort eben der Blick immer schön einen halben Takt, der den Sprüngen vorauseilt, damit dann eben die Hand genau weiß, wo sie hinspringen muss. Zusätzlich zur Blickposition können wir aus dem Pupillendurchmesser die kognitive Last berechnen. Man sieht in diesem Beispiel sehr schön, dass die kognitive Lastkurve direkt korreliert mit den Themen des Musikstücks. Das heißt, jeweils zum Beginn, Ende eines Themas beginnt hier auch eine solche Kurve der kognitiven Last, die sich genau eben parallel zum Musikstück verhält. Eine Grundbedingung in unseren Entwicklungen ist immer mit der Sensorik so zurückhaltend wie möglich zu sein, um eben nicht durch diese Technikinfrastruktur, die künstlerische Interpretation oder das musikalische Erlebnis zu zerstören, sondern eine unterstützende Technologie an die Hand zu geben. Wie bereits erwähnt, erwarten wir uns einerseits eine deutliche Verbesserung der Übequalität in der Übeforschung durch die Individualisierung der Information, wo sind meine Stärken und Schwächen, dass ich an diesen gezielt arbeiten kann. Andererseits kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es dorthin zu einem Experience-Sharing kommt. Wenn ich sehen kann, miterleben kann aus der Ich-Perspektive eines Künstlers, wie er dort in der Interpretation des Stückes arbeitet, wo seine Aufmerksamkeit liegt, wie seine kognitive Last, sein Engagement, wie er mit dem Stück verbunden ist, wie er das lebt während der Performance, dann glaube ich, dass das auch ein ganz interessanter Aspekt sein kann, die Kulturvermittlung mit dem Publikum dadurch zu stärken.